Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, ihr hört's, meine Stimme ist wieder da, zumindest so halb. Deshalb kann ich das Video auch für euch abdrehen. Es sollte eigentlich schon ein bisschen früher kommen. Aber wie gesagt, ich hatte keine Stimme. Ja, nach über 2 Jahren hat mich dann doch der böse Coronavirus erwischt. Und ja, Gott sei Dank nur mich, die Kleine. Blieb bisher verschont, beziehungsweise bin ich mir immer noch nicht sicher, ob das auf Mallorca mit ihrem Fieber und Ausschlag nicht doch der Coronavirus war und es einfach nur nicht getestet wurde im Krankenhaus. I don't know. Auf jeden Fall versuche ich, Quarantäne mit Kleinkind so angenehm wie möglich zu gestalten. Und ja, wie geht das? Natürlich mit Büchern. Ja, wir haben so viele Bücher jetzt in den paar Tagen Quarantäne gelesen, wie vermutlich vorher in einem Monat, ich weiß es nicht. Aber was willst du tun, wenn du nicht vor die Tür kannst, ne? Ich würde sagen, ich höre jetzt aber auf zu jammern, weil jammern macht es auch nicht besser. Und fange mit dem Video an. Ich wollte euch nur ein kurzes Lebensupdate geben, bevor es richtig losgeht oder ihr euch fragt, warum ich mich anhöre, wie ich mich anhöre. Ja, wir machen heute zusammen einen Buchtag, aber nicht wie angekündigt der Halbjahresbuchtag. Dazu brauche ich nämlich die liebe Ivy und die kann aktuell ja nicht zu mir kommen. Nein, wir machen den, ich muss es vorlesen, Follow Your Serious Buchtag. Das heißt, so ein bisschen sind die Fragen alle auf Reihen und Buchfortsetzungen, Buchreihen etc. ausgelegt. Und ich würde sagen, wir starten direkt mit der ersten Frage, die da lautet, welche Reihe war die erste, die du gelesen hast? Ja, wie ihr wisst, habe ich aus meiner Kindheit gar nichts mehr großartig hier liegen, weil wir das Haus verkauft haben und da alles, während wir in der Schule waren, in den Container geflogen ist und ich konnte halt nur so ein paar Sachen retten. Meine Bücher leider nicht, die lagen ganz unten drin, damit haben sie schön angefangen, vielen Dank dafür. Ja, meine erste Buchreihe, an die ich mich so erinnern kann, war, wie kann es auch anders sein, bei einem Zwillingsmädchen, Honey und Nanny. Ist tatsächlich so, ich habe die Bücher gesuchtet und wirklich eins war durchgelesen, dann kam direkt das nächste und wenn keins im Haus war, dann war da aber Rambazamba, ich kann es euch sagen. Ja, wie gesagt, ich habe eine Zwillingsschwester, das wisst ihr ja, und ich glaube, wenn man in dem Alter oder in dem Jahrgang, in dem Jahrzehnt groß geworden ist, in dem ich groß geworden bin, dann ist man auch um Honey und Nanny irgendwie nicht rumgekommen, wenn man Interesse am Lesen hatte. Ja, ich verlinke euch gerne mal unten noch mein liebstes Honey und Nanny Buch, das weiß ich nämlich bis heute, welches das war. Und ich denke, viel mehr muss ich zu Honey und Nanny auch nicht sagen, weil, ja, die kennt man einfach. Die zweite Frage lautet, welches ist deine längste Reihe? Habe ich kurz überlegt, ob das jetzt alles drauf bezogen ist, die längste Reihe, die ich jemals gelesen habe, oder die längste Reihe, die hier im Regal steht. Ich kann es euch nicht sagen. Und es war auch sehr schwierig für mich zu beantworten. Zuerst habe ich gedacht, ich sage euch das Schwert der Wahrheit, weil das 11 Bücher sind, die ich auch fast alle hier stehen habe und von denen es jetzt eine Neuauflage gab und von denen habe ich auch schon 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bücher hier stehen. Man braucht ja mal eine Zeit lang, bis man alle Bücher zusammen hat. Aber dann dachte ich, nein, ich zeige euch eine andere Buchreihe, weil die nicht nur aus einer Buchreihe besteht. Also das ist ein riesengroßes Universum, vielleicht wisst ihr auch schon, wovon ich spreche. Es ist ein riesengroßes Universum, in dem es mehrere Buchreihen gibt, die aber auch alle irgendwo zusammengehören. Ich spreche nämlich von den Schattenjägern. Das hier ist Band 1 der Chroniken der Unterweltreihe. Die besteht aus 6 Schinken. Aber es gibt noch die Chroniken der Schattenjäger-Reihe, die auch zu den Chroniken der Unterwelt gehört. Das sind auch nochmal 3 Bücher. Ich muss mal rüber gucken. Dann habe ich diesen Band noch als Sammelband auf Englisch. Von den Chroniken der Schattenjägern habe ich Band 1 auf Englisch Sammelband.
Ich habe Chroniken der Schattenjäger als Neuauflage, ich habe die alte Auflage, ich habe ja, die Chroniken des Magnus Bane noch hier liegen. Darin geht es halt um einen Charakter aus dieser Reihe. Dann habe ich Lady Midnight, Lord of the Shadows. Das ist auch nochmal eine Sonderreihe zu dieser Reihe. Also, wie ihr seht, es war für mich sehr, sehr schwierig, mir ja, auszusuchen, welche Buchreihe ich euch bei dieser Frage vorstellen möchte. Ich denke, genau wie bei Honey und Nanny muss ich zu den Schattenjägern nicht allzu viel sagen. Es ist einfach ein unfassbar grandioses Universum und die Reihe hat mich damals tatsächlich auch aus einer riesigen Leseflaute gerissen. Ich kann sie nach wie vor jedem ans Herz legen, der an Fantasy interessiert ist und bin sehr, sehr froh, dass ich auch noch diese Ausgaben hier im Regal stehen habe, weil es die so nämlich gar nicht mehr zu kaufen gibt, also als Neuware. Frage Nummer 3. Welche Reihe sollte niemals enden? Da möchte ich euch aus aktuellem Anlass die Knights-Reihe ans Herz legen. Die habe ich gerade erst gelesen in einem Rutsch, also Band 1 und 2. Band 3 ist noch gar nicht erschienen. Einen Moment. Ja, wir sind bei Frage Nummer 3 und meine Stimme dankt es mir schon. Ja, Knights ist eine neue Reihe von Lena Kiefer. Oder eine relativ neue Reihe, in der es um die Ritter der Tafelrunde geht. Aber als Neuadaption. Also es geht um die modernen Ritter der Tafelrunde, möchte ich einfach mal so sagen. Ich will euch jetzt einfach mal den Klappentext zu Band 1 vorlesen, damit ihr wisst, um was es geht, falls ihr meine alten Videos oder meine vorigen Videos dazu noch nicht gesehen habt. Die 18-jährige Charlotte Stewart tut alles dafür, ihre Gabe geheim zu halten, denn sie weiß, wenn ihre Fähigkeiten in die falschen Hände geraten, könnte das den Untergang der Welt bedeuten. Doch dann macht plötzlich jemand Jagd auf Charlotte und sie muss aus London verschwinden. Auf ihrer Flucht läuft sie ausgerechnet der Organisation in die Arme, vor der sie sich jahrelang versteckt hat, den Knights of the Round Table. Die Nachfahren der Ritter der Tafelrunde verfügen selbst über besondere Gaben und Charlotte misstraut ihnen zutiefst. Dennoch bleibt ihr keine andere Wahl, als sich mit den Knights zu verbünden. Allen voran mit Noel Mayfield, einem Lancelot-Erben, der in ihr unerwartete Gefühle weckt und mit dem sie ein gefährliches Schicksal verbindet. Ja, die Reihe sollte niemals enden für mich, weil ich von dieser Thematik der Ritter der Tafelrunde und König Arthur und Co. einfach nicht genug kriegen kann. Auf welche Reihenfortsetzung freust du dich am meisten, lautet die nächste Frage. Und da hätte ich euch jetzt zig Bücher in die Kamera halten können und habe mich aber für Still Missing You von Valentina Fast entschieden, weil das Buch für mich aktuell ein Jahreshighlight war. Ich habe es, ich glaube, im April oder im Mai, nein, ich glaube, ich habe es im Mai gelesen. Und es kommt auch bald schon, also im Herbst, glaube ich, die Fortsetzung. Ich weiß nur gerade nicht mehr, heißt die Still Wanting You? Bin mir gerade nicht mehr sicher. Auf jeden Fall freue ich mich da ganz arg drauf, weil es in Band 2 um eine Person aus dem Buch geht, die mir zuerst etwas negativ aufgefallen war, aber sich im Laufe dieses Buches doch sehr gewandelt hat. Und da bin ich auf die weitere Entwicklung sehr, sehr gespannt. Wer das Buch noch nicht gelesen hat, tut es unbedingt, wenn ihr New Adult mögt. Ich habe es sehr, sehr, sehr gemocht. Die nächste Frage war für mich schwer zu beantworten. Die lautet nämlich, von welcher Reihe lässt du die Finger? Und ich finde es immer sehr, sehr schwer, negativ über Reihen zu sprechen oder über Bücher zu sprechen, die man persönlich nicht gelesen hat, wozu ich mir dann eben halt nicht rausnehmen möchte, eine Meinung zu bilden. Aber es gibt zwei Reihen, von denen ich definitiv weiß, ja, es sind zwei, die ich nicht lesen werde. Das ist einmal, ich bin mir nicht sicher, wie die Reihe heißt, die Reihe, die neue von Mona Kasten, Lonely Hearts heißt Band 1, den kennen die meisten ja vermutlich. Und der zweite wurde jetzt auch gerade angekündigt. Ja,
Ich weiß nicht warum. Die Frau hat mir nie was getan, ne? Um Gottes Willen. Aber ich werde mit der Person Mona Kasten nicht warm. Ich habe die Save Me-Reihe gelesen. Ich habe die Begin Again-Reihe bis, ich glaube, Band 4 einschließlich gelesen. Keine Ahnung, es sind mir einfach zu viele. Es wird sich zu oft an Klischees bedient. Manchmal mag ich das tatsächlich gerne, aber ich habe so oft das Gefühl, dass versucht wird, dass die Protagonistin in eine bestimmte Schublade passen. Zum Beispiel, sie hat ein Bullet Journal, sie hat einen Lederrucksack, sie hat dies, jenes. Das ist so eine Sparte, Pinterest-Mensch, Pinterest-Spaten-Mensch, keine Ahnung, wie man es nennen soll. Ja, wo so ein bestimmtes Schema mit der Brechstange durchgesetzt werden möchte. Die Person muss jetzt so sein. Ich komme da drauf nicht so gut klar. Und die zweite Reihe ist diese, ich glaube, sie heißt Move District-Reihe von Maren Vivien Hase. Die Frau hat mir auch noch nie was getan, aber ja, kennt ihr das, wenn ihr Personen einfach unsympathisch findet und dann keine Lust habt, deren Bücher zu lesen? Bin ich da als Einziger so monkig? Oder bitte sagt mir, dass das bei euch auch so ist. Und bitte keinen Shitstorm, weil ich die Personen nicht mag oder ihre Bücher nicht mag. Ja, man kann nicht jeden mögen, man kann nicht alles mögen und das ist auch völlig in Ordnung so. Dafür habe ich jetzt schon sehr oft gehört, dass die Tiermagier-Reihe nicht gemocht wird, was ich persönlich auch nicht verstehen kann, aber jedem da draußen seine freie Meinung, solange sie konstruktiv geäußert wird. Von einer gewissen Abneigung zu einer gewissen Zuneigung, finde das Wort. Ja, die nächste Frage lautet nämlich, welche Reihe ist dir im Gedächtnis geblieben? Und da muss ich ganz klar sagen, diese hier. Ich bin mir auch nicht mehr sicher, wie sie heißt. Irgendwas mit Love auf jeden Fall, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Die Reihe ist mir definitiv in Erinnerung geblieben, besonders Band 2 war letztes Jahr ein absolutes Jahreshighlight für mich. Wobei ich einfach alle drei super schön fand, aber in Band 2 geht es eben um einen alleinerziehenden Vater, ungewollt, wie das Leben halt so spielt, kriegt er einfach quasi sein Kind, von dem er nichts weiß, in die Hand gedrückt und die Mutter sagt, schau, weg bin ich. Und das hat mich emotional sehr, sehr, sehr mitgenommen und ich konnte danach auch ein paar Wochen, 3 Wochen, 2, 3 Wochen, ja, kein New Adult lesen, weil es mich einfach noch zu sehr mitgerissen hat. Und ich musste dann einfach Fantasy lesen, weil, ja, es wäre nichts an dieses Buch rangekommen, emotional gesehen. Und New Adult bedeutet für mich halt Emotionen und wenn die nicht bei mir ankommen, dann hat das Buch keine Chance und das wollte ich keinem Buch antun. Ja, wie gesagt, das ist die aktuellste Reihe von Emma Scott. Und ja, die wird auch noch langfristig in Erinnerung bleiben, weil die anderen beiden Bände auch sehr, sehr emotional sind und ja, einfach ans Herz gehen. Die nächste Frage ist auch wieder so ein bisschen gemein, aber ja. Wer meinen Instagram-Kanal verfolgt, der kann sich auch denken, welches Buch ich gleich hochhalten werde oder versteht zumindest, warum ich es hochhalten werde. Die Frage lautet, welche Reihe hättest du am liebsten nie begonnen? Und so leid es mir tut, da muss ich leider Fate and Fire in die Kamera halten. Auch wenn ich die Ivy sehr, sehr mag als Mensch und ihren Kanal auch sehr toll finde. Aber es waren einfach zu viele Dinge an dem Buch, die mich gestört haben. Ganz besonders das Lektorat. Ich habe echt Aggressionen gekriegt beim Buchlesen, wenn sogar die Namen der Protagonistin falsch geschrieben werden. Nicht nur einmal, mehrmals im Buch. Wenn Tom auf einmal To heißt oder Lia auf einmal eine ganz andere Schreibweise hat. Ja, da kriege ich kleiner Monk halt einfach Aggressionen. Und wie gesagt, ich mochte an und für sich die Grundstory schon sehr, sehr gern, aber es hatte auch einfach für mich viel zu viele Twilight-Vibes.
Man kann Twilight mögen. Ich habe damals Twilight abgrundtief geliebt und habe alles davon verschlungen, gesuchtet und gemacht. Aber ja, keine Ahnung. Irgendwie dachte ich so in jedem Kapitel: Twilight Abklatsch in 3, 2, 1, los. Ja, und deshalb werde ich die Reihe auch vermutlich nicht weiterlesen. Und ja, finde es auch irgendwie nicht unnötig. Das klingt wieder so gemein. Aber wenn ich halt jetzt was aussuchen müsste, wovon ich sage, hätte ich jetzt nicht lesen müssen, wäre es Fate and Fire. Oder Schattenthron. Aber das kann ich euch leider nicht mehr in die Kamera halten, weil ich es verkauft habe. Last but not least kommen wir zur letzten Frage. Und meine Stimme freut sich, dass es die letzte Frage ist. Die lautet nämlich: Welche Reihe möchtest du als nächstes lesen? Und das wäre diese hier, von der ich auch wieder nicht weiß, wie sie heißt. Aber ja, Worlds Collide von Annabel Steel habe ich nämlich zum Geburtstag bekommen und das möchte ich unbedingt als nächstes lesen, weil es in dem Buch um die Themen YouTube geht, um die Themen, wie arbeitet man sich von einem finanziell schwachen Teil der Gesellschaft durch wirklich harte Arbeit an die Spitze, oder wie macht man einfach was aus seinem Leben? Und das finde ich halt immer sehr spannend, weil es für mich so ein Punkt ist von Protagonisten, Charakterentwicklung etc. Und das Thema YouTube, ja, wie gesagt, ich bin selbst YouTuberin und finde das Thema sehr, sehr spannend. Bin auch schon sehr gespannt, ob wirklich auch, ob sich viel um diese ganzen Hintergrundthematiken als YouTuber dreht. Wer das Buch gelesen hat, darf sich gerne mal mit mir austauschen. Ich meine, ihr habt es im Endeffekt auch ausgesucht, dass ich dieses Buch lese. Das hat nämlich bei meiner What I Read Next Abstimmung gewonnen. Von daher werde ich es wahrscheinlich, sobald ich mit The Inheritance Games durch bin und mit Nebelschimmer durch bin, beginnen. Eigentlich wollte ich euch gerne Nebelschimmer in die Kamera halten, aber es ist leider nicht der Reihenauftakt. Von daher wird es jetzt Worlds Collide als nächstes, als Reihenauftakt, als Reihenstart geben. Ihr Lieben, das waren alle 8 Fragen des Tags. Ihr dürft mir jetzt gerne mal in die Kommentare schreiben, welche Fragen ihr vielleicht anders beantwortet hättet oder welche Bücher aus eurem Regal ihr für die Antwort der Fragen genutzt habt. Ich höre jetzt auf zu babbeln. Warum mache ich heute den ganzen Tag so? Mala hat das vorhin gemacht. Die saß hier und machte auf einmal so. Ich weiß nicht, wo sie das her hat, aber ich fand es so witzig, dass ich es die ganze Zeit adaptiere. Sowas nervt mich. Wenn du mit einer Mitbewohnerin zusammenwohnst und man sich gegenseitig alle möglichen Eigenarten aneignet. Schlimm. Ja, Corona befällt das Hirn, ich sag's euch. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Fühlt euch geküsst. Und ja, hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Tschüss.